Hallo ihr Lieben. Ja, ich sehe ein bisschen komisch aus. Kann sein. Aber ich habe mich gut vorbereitet, weil ich habe euch ja versprochen, ich mache ein Make-up-Coach-Video. Und ich habe schon ein bisschen vorgelegt, damit das Video nicht den Rahmen sprengt. Denn ich muss zwischendurch, muss ich euch von zwei super, super, super tollen Sommerangeboten erzählen. Übers Geld möchte ich hier in diesem Video nicht sprechen. Ich kann darüber nur sprechen, dass es ein Top, Top-Angebot ist und diese Preise schreibe ich euch in die Infobox. So wie ich alle Produkte heute von diesem Make-up in die Infobox reinschreibe. Und da schreibe ich euch auch den Vergleich, was es normalerweise kosten würde, diese beiden Angebote und was sie derzeit gerade kosten. Auch den Link gebe ich euch rein, wie ihr sofort dann auf die Seite von Make-up Coach kommt. Ich selber habe etwas geschenkt bekommen, weil ich bin noch nicht so weit, um etwas Provision zu bekommen, sondern ich bin lange, lange, lange Kundin und bin total begeistert von Make-up-Coach-Produkten, habe selber schon unwahrscheinlich viel. Und ja, vielleicht wusste das die Michaela Konrad und die hat mir halt jetzt einfach mal dafür, dass ich das hier so präsentiere und von dem, so wie ich begeistert bin, eben so zwei, drei kleine Geschenkchen gemacht. Und da habe ich mich schon toll drüber gefreut. Also ihr könnt über den ganz normalen Link gehen, dann kommt ihr auf die Seite und könnt das völlig selbstständig natürlich euch bestellen und diese Angebote erwähne ich dann mit. Vorgelegt habe ich bereits Feuchtigkeitscreme auf meine Haut gegeben, auf meine gereinigte Haut, unbehandelte Haut. Dann habe ich meinen Lieblingsprimer von Isadora aufgegeben, den Blurring habe ich genommen und habe mir den aufs Gesicht gegeben. Ist eine super Grundlage für alles, was raufkommt. Dann habe ich, das Geschenk habe ich bekommen, Dankeschön, 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 die Simsalabim Palette von Make-up Coach. Viele tolle Farben. Möchte ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, weil ich mache noch einmal ein extra Video, wo ich alles euch das zeige, was ich von Make-up Coach habe und für was ich was benutze. Ja, ich habe heute dann als einziges die drei unteren Farben 01, 02 und 03 benutzt. Das heißt, ich habe 01, was so ein bisschen ins Grünlich gehende. Damit habe ich meine rote Nase und meine roten Äderchen abgedeckt. Dann habe ich 02 und 03 gemischt und habe so meine kleinen Fleckchen, die ich habe, einfach mit dem Finger abgedeckt, bevor ich den Weichzeichner, den schüttle ich immer vorher, mit einem kurzen Make-up-Pinsel, der ist von Alicia da Silva, aufgetragen habe. Ich mag nicht die Foundation-Pinsel, die benutze ich immer für was anderes. Deswegen, das ist so ein Pinsel, den ich ganz gerne mag. Ein Pump-Pump drauf und habe damit meine vier Seiten meines Gesichts eingetupft und das dann ordentlich gut verteilt. Habe nochmal einen kleinen Hub nachgenommen und habe dann Hals und ein wenig Dekolleté nachgemacht. Das war bis jetzt im Grunde genommen alles, was ich gemacht habe. Jetzt möchte ich euch sagen, weil ja als nächstes kommt Concealer ran und da komme ich nämlich aufs erste Angebot zu sprechen. Im Moment gibt es die Reisegröße des Concealers von Make-up Coach. Tolle Größe, schön zu mischen, alle drei Farben oder einzeln zu verwenden. Und ihre Mattilda. Richtig gehört. Beide Produkte zusammen in so einem schönen Säckchen im Angebot unschlagbar, kann ich euch nur sagen. Die Mathilda möchte ich ganz kurz erklären. Ihr kennt vielleicht den Zauberpuder. Ich benutze den Zauberpuder, das ist der lose Puder, um jetzt das Gesicht abzudecken. Ich habe aber schon von einigen Frauen von euch gehört, dass sie mit dem losen Puder
Augenprobleme bekommen. Das heißt, die Augen fangen an zu drehen oder ihr habt das Gefühl, dass dort Krümelchen im Auge sind, auch wenn ihr das Auge zu habt und den Zauberpuder auftragt, auch ob ihr es jetzt mit dem Wattebausch macht oder ob ihr es mit der Puderquaste macht oder ob ihr das mit dem Pinsel macht. Ich weiß, dass das im Grunde genommen tatsächlich auch sein kann. Warum nicht? Aber dann kann ich euch sagen, ihr könnt es nochmal versuchen mit der Matt-Tilda. Wäre ein guter Versuch jetzt gerade zu diesem Angebot. Das ist ein Schraubverschlussdöschen mit einer tatsächlich kleinen Puderquaste. So süß. Kann man selbst am Fingerchen machen. Und ich zeige euch jetzt den Trick, den ihr dann vielleicht machen könnt, indem ihr dann auf der Mathilda ein bisschen mit der Puderquaste geht und dann einmal überhauchen und dann eure Augen abdecken. Ich mache es jetzt bloß bei einem Auge, um es euch vorzustellen. Augen auf, Moment warten. Wenn das gut vertragen wird, könnt ihr es sogar noch ein zweites Mal machen, aber immer abpusten. Das ist ganz wichtig, damit keine kleinen Puderpartikelchen wirklich in die Augen kommen, sondern tatsächlich nur zum Abdecken. Ihr seht selber, das sieht jetzt ein bisschen viel aus, aber das wollte ich für euch machen. Ja, Concealer trage ich mir gleich auf, aber ich wollte das halt erklären. Also beide Artikel, schaut unten den Preis an. Ich schreibe den jetzigen Preis statt wie es normalerweise kosten würde, so wie es zu euch kommt. Ja, und ich mache dann meistens immer, ich nehme so ein Puderpinselchen und verteile das dann. Aber das ist vielleicht die Lösung für die Frauen, die echt mit dem losen Puder ein Problem haben. Ja, und ich nehme jetzt auf jeden Fall erstmal die Concealer Peekaboo in der Originalgröße und werde erstmal noch hier unter dem Auge lang gehen. Ich trage es meist mit den Fingern auf, ein bisschen den hellen Ton der Augenringe wegen. Es ist ja jetzt schon Nachmittag und da muss man natürlich auch die Augenringe ein bisschen abdecken. Man kann alle Farben einzeln nutzen. Man kann es aber auch so machen wie ich, weil ich ja jetzt ein bisschen brauner bin, habe ich zuerst die dunklere von beiden Farben genommen und nehme dann die hellere noch ein bisschen hinterher, um diesen Farbausgleich zu machen. Ich gehe oftmals auch ein bisschen unter der Nase lang. Schön verteile mir das mit den Fingern. Nicht verreiben, sondern ich mache es wirklich so tupfmäßig und ein bisschen am Kinn. Das ist immer das. Das ist. Hier brauche ich heute nichts zu machen. Ich gehe im Laufe des Tages, dann muss ich das nicht noch heller machen. Kann man dann aber auch abends machen. So, jetzt komme ich zu dem zweiten Angebot. Auch unschlagbar und groß. Drei Döschen. So, und ihr wollt wissen, was die drei Döschen sind. Ja, jeweils 20 Gramm Zauberpuder, den losen. Ganz genau wie die große Dose. Wird schön geschüttelt, dadurch ist jetzt eine ganze Menge da drauf. Da ist auch ein feines Sieb drin. Oft gebe ich mir was in den Deckel rein. Heute reicht es für das eine Auge. Mache ich jetzt das, was ich mit der Mathilda auf dem einen Auge gemacht habe, mache ich jetzt auf dem anderen Auge, weil ich vertrage das. Klopf dann ab und gehe natürlich damit über das ganze Gesicht. Will das ja erstmal ein bisschen abgedeckt haben. Und natürlich immer dran denken, auch hier, wenn ihr das so frei seid, dass da nichts verläuft oder verschmiert oder so. Ist ja gleichzeitig auch ein Schutz so ein bisschen für das Kleid. Aber ihr wollt ja was vom Angebot wissen, ne? Also 20 Milligramm
Oder 20 Gramm, Entschuldigung, 20 Gramm Zauberpuder und eine 20 Gramm Dose Fixing-Puder von ihr. Fixing heißt ja, was das heißt, wisst ihr, oder? Fixing-Puder heißt immer, man fixiert das gesamte Gesicht damit. Und also sprich, wenn alles fertig ist, kann man mit dem Puder nochmal rübergehen, den Puderpinsel ausklopfen und dann nochmal nachmachen. Es festigt. Manche nehmen Spray, manche nehmen Puder. Ich nehme lieber den Puder und das bietet sie auch an. Das sind die beiden Dosen. Jetzt wollt ihr wissen, was die dritte Dose hat. Die dritte Dose dazu, die kommt leer mitgeliefert. Was macht man damit? Kann ich euch sagen. Ich habe es schon gemacht, weil die ist in meiner Handtasche. Ihr könnt euch das natürlich mischen. Und zwar etwas von dem Zauberpuder und etwas von dem Fixingpuder. Und das dann tatsächlich in diese kleine Dose. Auch so ein Sieb drin. Auch eine Puderquaste drauf. Das ist natürlich bei den anderen auch, aber ich mache die immer raus, weil ich immer alles mit dem Pinsel auftrage. Ich liebe das mehr als diese Puderquasten. Also, die sind aber mit dabei. Ja, und dann eine Puderquaste hier mit drauf. Und ihr könnt euch das Mischungsverhältnis machen, so wie ihr das möchtet. Also, ich habe tatsächlich halb-halb gemacht, weil ich dann den Effekt habe, nicht nur den Zauberpuder aufzutragen und zum Schluss nochmal ein Puder, sondern ich habe beides in einem. Und das ist für den Sommer. Und dadurch heißt das Angebot auch Sommerpuder. Das ist natürlich, ob ihr zum Strand fahrt, ob ihr vielleicht eben gerade noch baden wart und dann heißt es, ach komm, gehen wir noch ein Eis essen und ihr einfach abgedeckt gehen wollt, dass das nicht so verschwitzt ist und dass auch das, was ihr vielleicht aufgetragen habt, wenn ihr irgendwo aus dem Geschäft kommt und trefft noch Freunde irgendwo, dann kann man das noch mal abpudern. Und ich finde diese kleine Größe mit diesem Mischungsverhältnis ideal. Und dieser Fixing-Puder mit dem Zauberpuder gemischt gibt noch mal mehr Halt. Unschlagbar auch da dieses Angebot. Kann ich nur sagen, ich möchte mich bedanken. Ich habe das sehr gerne vorgestellt, weil ich diesen Zauberpuder so sehr liebe und das natürlich gleich mir gemischt habe. Ja, jetzt habe ich soweit alles fertig, dann gehe ich, fange ich heute an. Ich muss mir die Kontur setzen. Da muss ich ein anderes Produkt nehmen, weil ich Contouring, sprich Menschenschattenbraun, noch nicht habe. Das kommt jetzt in den nächsten Tagen. Das habe ich mir schon bestellt. Ich weiß auch nicht, ist mir immer irgendwie so durchgegangen. Und da nehme ich dann natürlich von Revolution Sculpt and Glow. Das heißt, da ist einmal Contouring drin. Ihr seht es auch schon, wie weit. Und dann natürlich auch gleich noch Highlighter Glow dazu. So. Das ist das nächste. Immer mit einer Grimasse arbeiten. Da freue ich mich dann auch drauf, wenn jetzt dieses Menschenschattenbraun kommt, weil ich dann einfach auch dieses Produkt noch von Make-up Coach nehmen kann. Mal ein bisschen hier. Ach so, ich habe auch gar nicht gesagt, glaube ich. Achtet drauf, wenn ihr so ein Haarband oder Stirnband euch aufmacht. Achtet drauf, dass ihr, wenn ihr es zum Schluss abmacht, wirklich nochmal einen Pinsel nehmt und dann richtig nochmal verteilt, damit hier dann nicht aus Versehen irgendwo so eine Linie ist. Ne? Nicht wie zum Beispiel hier jetzt. Ich weiß immer, ich gehe da oben mal ein bisschen in die Geheimratsecken. Zack. Sagt meine Enkeltochter immer, Oma, die Bohne. Hat sie irgendwo gehört. Und natürlich die Hamsterbäckli ein bisschen bearbeiten. Und immer versuchen, nach oben zu gehen. Das bildet ja nur den Schatten. Und schon hat das Gesicht eine andere Form. Man kann das noch extremer machen, aber ich sprach ja davon, mache ich jetzt nicht, weil ich ja im Laufe des Tages weggehe. So, und jetzt arbeite ich noch mit dem Highlighter.
Warum ich die Augenbrauen noch nicht gemacht habe, erzähle ich doch, falls es einige nicht wissen. Immer wieder, ich setze jetzt erst nach allem, was ich gepudert habe und geschminkt habe, meine Augenbrauen, weil es mir schon sehr, sehr oft passiert ist, muss ich sagen, dass ich aus Versehen hier beim Schminken tatsächlich zum Schluss nochmal mit irgendeinem Puder rübergegangen bin. Und dann ist das Gesamtbild nicht schön. Und oftmals sehe ich das dann nicht. Und deswegen mache ich die Augenbrauen fast zum Schluss, bevor ich mit allem fertig bin. So, ratzfatz. Klo ist auch gesetzt. Dann habe ich die Sonnenkussmixer Rouge Palette von Make-up Coach. Und da bin ich ruhig ein bisschen mutiger und setze mir diesen roten Ton. Man kann die auch mischen, das ist also gar kein Problem. Dann, das mache ich jetzt mal. Man geht einfach einmal so rüber und einmal so rüber, klopft es ab und hat dann so eine, ja, ne, Jonglierung drin. Von allem etwas, sage ich. So wie ein Eintopf. So. Aber immer dran denken, wenn ihr alle drei Farben mischt, dann wirklich einmal mit dem Pinsel so lang. Ach, Pinsel habe ich nicht erwähnt. Das ist der Puschel von Make-up Coach. Einmal nach der Seite, einmal nach der Seite und dann abklopfen. Automatisch vermischen sich diese Puderpartikelchen. Schöne Farbe. So. Ja. Soweit sind wir jetzt fertig mit dem Ganzen. Dann kann ich jetzt auch meine Augenbrauen machen. Wenn ich dann. Meine Augenbrauen wollte ich ja heute mal ganz anders machen. Und zwar aus der Lidschattenpalette Ilona von der Sommerwiese. Da werde ich das Rehauge nehmen. Ja, ihr könnt die Augenbrauen auch genauso gut mit dem kleinen schrägen. Jetzt den kleinen schrägen, kleiner schräger von Make-up Coach. Könnt ihr eure Augenbrauen genauso. Deswegen finde ich es ja so toll. Diese ganzen Lidschattenpaletten von Make-up Coach sind so vielfältig zu verwenden. Hier habt ihr so einen schönen hellen Ton drin. Den könnt ihr genauso gut für helle Punkte setzen oder für so eine Art Glow, wenn ihr es nicht so schillernd haben wollt. Ja, also man kann wirklich ganz, ganz viel damit machen. Und deswegen bearbeite ich jetzt mit dem Braun und dem kleinen Schrägen meine Augenbrauen. Da geht ratzfatz. Gut, meine Augenbrauen brauchen auch nicht so viel Intensität, weil ich habe leider keine Augenbrauen mehr und habe sie mir vor kurzem wirklich gut tätowieren lassen. Und ich stehe jetzt auch nicht unbedingt, weil ich Brillenträger bin, da drauf, dass das jetzt aussehen muss, als ob da Haare sind. Ja, wenn ich stundenlang Zeit habe, dann mache ich das. Aber ich habe, wie sage ich immer, meine Lebenszeit ist mir einfach kostbar. Und deswegen, wenn ich jetzt nächste Woche zwischen Tür und Angel mich gereinigt habe und geschminkt habe und fertig sein will, dann mache ich da jetzt nicht so einen Kult draus, weil durch die großen Brillen, die ich trage, sieht man sowieso nicht meine Augenbrauen. Wer das macht, ist toll, finde ich auch super schön, aber also nochmal davon, es ist wirklich für alles zu benutzen. Man könnte jetzt theoretisch, wenn man wollte, dass die Ilona, also das ist die Ilona, die kann man auch als Rouge benutzen. Ne? Das ist also gar keine Frage. Ihr könnt damit so viel machen. Und deswegen liebe ich diese Farben alles so. So, dann habe ich jetzt soweit. Ja, dann können wir jetzt übergehen. Ich habe mich dazu entschlossen, heute die Mischung meines Lidschattens aus zwei Paletten zu machen, nämlich einmal Ilona von der Sommerwiese. Und einmal Marlene im Rampenlicht. Und damit fange ich jetzt mal an. Und zwar mit dem hellsten Ton,
Den ich hier habe, da muss ich mal einen gebundenen Pinsel nehmen. Der ist No Name, weiß ich gar nicht mehr. Fange jetzt an mit der hellsten Farbe aus Marlene im Rampenlicht, nämlich hier mit diesem ganz hellen. Da setze ich mir jetzt erst einmal die Grundlage, den Aufbau. Ein Haus fängt man ja auch von ganz unten an nach oben zu bauen und das mache ich jetzt hier auch. Die hellste Farbe ist die Farbe, wenn ihr es wissen wollt, Marlene strahlend. Das mache ich erstmal drunter. Sieht erstmal harmlos aus. So. Mal ganz gut aus. Ja. So, und dann möchte ich anfangen mit einem Grün zu arbeiten. Da nehme ich mir Ilona von der Sommerwiese und nehme mir auch wieder einen kurzen gebundenen. Nö, ich mache mal heute ganz was anderes. Ich nehme einen Applikator und gehe in das Grün. Mache ich ganz selten mal mit dem Applikator, aber ja, probiere ich mal, was der so sagt. Ja, es ist ein relativ helles Grün, aber ich habe euch ja versprochen, dass ich das langsam aufbauen will. Das mache ich auch auf die helle Farbe, also auf Marlene strahlend. Mache ich das rauf? Mache es wirklich nur übers bewegliche Lid. Sieht toll aus. Keine Frage, das betont natürlich super gut. Jetzt auch meine Augenfarbe, die ist graugrün. Heutzutage mehr grau als grün. Schon so ein bisschen ein grauer Panther bin. Hier den Spiegel nutzen. Das sieht schon mal sehr, sehr schön aus. Ja. So, streift das so ein bisschen hier oben ab. Und habe schon mal eine schöne, schöne Grundlage. Dann nehme ich den Schlupfi-Puschel. Das ist der von Make-up Coach. Und gehe dann jetzt in das dunklere Grün von Marlene im Rampenlicht. Damit will ich jetzt in die Lidfalte und nach oben ziehen, die Lidfalte. Will ich jetzt ein bisschen glamouröser und ein bisschen dunkler machen. Damit sich das von dem Grün des beweglichen Lides auch abhebt, bin ich auch ein bisschen mutig. Mache ich dann an der anderen Seite auch. Das ist natürlich eine tolle Farbe und schön dunkel. Ich nehme dann noch mal einen größeren Schlupfi und werde es schön ja, Schlupfi-Puschel, einen sauberen. Und wird das schön verblenden. Also ich könnte den anderen auch sauber machen. Aber übrigens ist das eben auch der Schlupfi-Puschel in Pink. Tolles Grün. Sehr, sehr schön. So, mal gucken. Ich.
was hatte ich denn jetzt für einen Pinsel? Achso, diesen Applikator hatte. Ich versuche das nochmal mit dem gebundenen Pinsel ein bisschen nach vorne zu ziehen, weil ich möchte gerne, dass es hier vorne auch dunkel ist. Das heißt, ich habe immer, baue immer so ein Dreieck, wenn man das so sagen darf. So. Und ziehe das dann hier in dunkel nach vorne. Das sieht ja jetzt erstmal schön grün aus. Ein bisschen drunter wegwischen. Sehr schön. Jetzt passt aber mir noch nicht, dass da oben noch nicht so was Spektakuläres ist. Und aus dem Grunde nehme ich diesen gebundenen, wieder nochmal einen gebundenen Pinsel und gehe in Marlene im Rampenlicht in die Farbe Glamour Kupfer und möchte mir in die Mitte ein bisschen von diesem Kupfer setzen. Ich sage euch auch warum, weil ich es dann unterhalb im Auge auch machen werde. Eben gerade so komisch geatmet. Ja, selber überrascht. Aha, toll. Hat natürlich eine Wirkung. Ja, tolle Wirkung. So, sieht jetzt erstmal komisch aus, aber ich sag euch, rutscht jetzt mal hier raus. Streif das dann nochmal ab und dann verteile ich das, also vermuschel das so ein bisschen nach beiden Seiten. Hat aber jetzt so einen Blickpunkt dessen, dass man überlegt, was hat sie denn jetzt drauf? Hat sie grün drauf oder hat sie doch was anderes drauf. Natürlich habe ich beides drauf. Finde ich aber total stark. Mal sehen. Könnt ihr es sehen? Ist im grünen Bereich. Sieht sehr gut aus. So, und damit ihr es jetzt wisst, ich mache nichts anderes. Ich nehme mir jetzt den kleinen Schrägen wieder. Und werde unten das Gleiche machen. Das heißt, ich nehme unten Marlene im Rampenlicht den Hollywood, das Hollywood Green, 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 Green und setze es mir einmal auf der Seite im Außenbereich am unteren Lidrand. Und einmal ganz dezent auf der anderen Seite. Ihr müsst natürlich schon ein bisschen mutig sein, ne? Das ist klar. Aber bei der Veranstaltung möchte ich das auch so haben. Wir sprachen von Anfang an davon, dass ich ein bisschen selber rumexperimentiere. Dann mache ich diesen schrägen, kleinen Schrägen, mache ich dann sauber und gehe wieder in hier Glamour Kupfer und das mache ich mir in die Mitte. Ja, toll. Warum nicht? So, ich bin begeistert. Was mir jetzt noch fehlt, ist tatsächlich im Augenblick, auf den ich ja so stehe, den Augenblick zu setzen. Den setze ich jetzt ganz einfach mit meiner Revolution-Palette, mit dem strahlendsten Highlight. Da.
und setze mir hier einen Punkt und da und verteile mir den ein bisschen. Weil wenn man so viel Dunkles hat, gerade in unserem Alter, sollte man da ruhig mal diesen Punkt machen, weil man dann einen gezielten Punkt in die Mitte hat und das Auge freundlich wirkt. Also trotzdem es so angemalt ist. Ne? So, und jetzt nehme ich noch zu allem Überdruss aus Ilona von der Sommerwiedese das Weidenröschen mit einem sauberen Pinsel. Probieren, der ist nicht sauber. So, mit einem sauberen Pinsel. Und gehe bis nach oben an die Braue. Ja, und damit verpuschle ich das natürlich richtig gut. Man könnte jetzt, wenn man das mal für ein Abend-Make-up nimmt, dann könnte man, ich habe das dazu, das gibt es jeweils, also beide Farben gibt es dazu, und zwar das große Kino noch ansetzen. Bei der Marlene im Rampenlicht kommen diese beiden großen Kinos mit dazu. Das ist einmal großes Kino, Glitzerlidschatten, glühendes Bordeaux. Und einmal Glitzerlidschatten, mystisches Grün. Das glitzert dann sehr. Also für den Abend würde ich, kann ich das nur empfehlen. Das ist erst, denn euch jetzt natürlich überlegt, setzt ihr es in die Mitte rauf, in das Rot, in das Kupfer oder setzt ihr es außen? Bitte nicht beides nehmen, weil dann habt ihr Silvesteraugen. Dann ist es auch kein Hingucker mehr, ne? Ich mal kurz in den Spiegel gucken. Also das sieht Hammer aus. Sieht Hammer und ist Hingucker hoch 10. Kann ich nur so sagen. So, dann nehme ich natürlich, jetzt habe ich kein Wattestäbchen dabei, weil mir ist in die Wasserlinie ein bisschen von der Farbe reingelaufen. Das will ich nicht. Ich nehme von Catrice Kohl Kajal die Farbe Welcome to the Jungle. Das ist das Grün. Und die setze ich mir insgesamt in die Wasserlinie rein. Sieht man jetzt nicht so viel. Es ist, ich hätte gedacht, das wäre spektakulärer. Weil beim Swatchen auf der Hand war es spektakulär. Dann hatte ich das gemacht, ich weiß gar nicht, ob ihr das kennt, früher haben wir den Kohlkajal kurz angebrannt mit einem Streichholz, also mit ein bisschen Feuer, und haben uns dann das in die Wasserlinie gesetzt. Aber ich bin ehrlich, das klappt nicht bei dem, diese Schicht wird mit dem Wasser vermischt und die fällt raus. Das sind dann so Plättchen, also kommt nicht irgendwie auf die Idee, das zu machen. Mache ich das noch in die obere Wasserlinie. So. Und dann gebe ich mir noch einmal, das will ich so, in diesen Außenbereich hier, gebe ich mir noch mal das hellste Ton Marlene strahlend aus Marlene im Rampenlicht. Und da setze ich mir nur hier so außen zwei Punkte, damit es da hell ist und es schön hoch geht. Ja, vielleicht sieht man jetzt nicht so, doch man sieht es eigentlich. Man darf ja immer nicht vergessen, unser Alter, ne? Da darf man natürlich nicht zu viel machen, aber es ist total schön. Ich werde mir jetzt die Wimpern mit Mascara Maybelline Total Temptation nehme ich heute, weil ich will ja, dass die Farbe zu sehen ist, also da will ich jetzt nicht noch so ein extrem die Wimpern machen. Ich will ja, dass genau diese Punkte zu sehen sind. Das heißt, ich will, dass der Lidschatten sichtbar ist. Ne? Also ich möchte nicht alles zukleistern. Ich würde auch dann nie
falsche Wimpern nehmen, weil dann, wenn man dann schon sowieso so leicht wie ich Schlupflider hat, dann hat man nämlich den gar keinen Effekt. Und den wollen wir nicht, glaube ich. Habe ich eh schon sehr lange Wimpern. So, und das gleiche mache ich unten. Da muss ich jetzt mal so ein bisschen aufpassen, dass ich auch da den roten Punkt dann, dieses Kupfer, was ich gesetzt habe, dass man das noch sieht. So, was haben wir immer mal gesprochen, wenn ich diese glamourösen Augen habe und ein bisschen was erwecken will bei den Leuten? Oh, dann darf ich nicht so einen Bäm Lippenstift nutzen. Und dafür habe ich mir heute den Konturenstift Beste Freundin, ich treffe mich ja schließlich mit ihr, ausgesucht. Und dazu passend den Naki Dye Samt auch von Michaela Coach. Nee, von Michaela Konrad, Make-up Coach. Jetzt habe ich eben so gelacht. So. Aber bevor ich das mache, habe ich wieder sehr viel gequatscht und nehme mir dann jetzt nochmal die Matilda. Das ist es auch für unterwegs. Dafür ist die auch ideal. Die nehme ich nochmal raus, gehe nochmal mit dem Fingerchen rein und trockne mir vorher meine Lippen ab. Und ich kann euch nur sagen, wenn ihr unterwegs seid, wenn ihr was gegessen habt, wenn ihr viel gequatscht habt und ihr wollt euch euren Lippenstift nachmachen, dann tut ihr euren Lippen sehr gut, wenn ihr das wirklich entweder mit dem losen Puder, mit diesem Fixing-Gemisch nochmal abpudert. Dann gibt es ja oft solche schönen kleinen Puschelpinsel. Ich habe auch einen, aber den habe ich jetzt leider nicht hier, der sogar in der Handtasche ist von Make-up Coach, der so richtig zum Zumachen ist. Den nehme ich dann raus, gehen wir damit einmal rüber. Und habe meine Lippen gut vorbereitet, um sie wieder neu zu malen. Das Schlimmste, was man machen kann, ist, wenn man wirklich viel gegessen hat, man geht nach draußen und man tut sich dann nochmal Lippenkontur auftragen, ohne die Lippen vorher wirklich abgetrocknet zu haben. Ich kann euch sagen, in unserem Alter, das verläuft sofort. Ist halt so. Und dann sieht es wieder doof aus. Also dieser kleine Pudertrick oder aber diese Matilda mitnehmen. Einmal abpudern, Moment warten und dann auftragen. Da habt ihr wieder den perfekten Lippenstift. Diesen Trick mit dem Abpudern, den schreibe ich auch unten in die Infobox. So. Und weil der mir jetzt zu matt ist, benutze ich noch von Manhattan Oh My Gloss. Passend dazu ein Lipgloss. So, und jetzt mache ich genau das, von dem ich eben gesprochen habe. Haare mache ich jetzt natürlich nicht großartig, nur so, dass ihr gleich sehen könnt,
Sprühe ich mir nachher noch an. So, und dann nur dazu gesagt, das ist jetzt wirklich grün. Das werde ich, jetzt ist es leider so, dass es sich spiegelt. Das ist schade. Das ist aber immer mit der Brille so. Vielleicht kann man es so sehen. Die Brille werde ich dann mit Sicherheit aufsetzen, damit man auch ja auf diese Farben achtet. Fertig ist die Laube, wie ich so schön sage. Komm noch mal ran. Aber man kann natürlich auch durchaus einen Farbakzent setzen, passt aber nicht zu meinen pinkfarbenen Strümpfen. Daher, aber wenn man das jetzt sieht, kann man das auch machen. Man sieht dann das auch dadurch. Also man guckt auch hin, was hat sie da noch hinter? Und man kann aber auch bei dieser Farbe, kann man natürlich auch die blaue Brille nehmen. Wobei die blaue Brille passt hierzu, aber die schluckt jetzt genau das, was ich zeigen will, dass ich ein bisschen mit der Farbe gespielt habe. So, und ich glaube, daher kann ich mit getrostem Herzen sagen, so genau gehe ich zur Salvador Dali Ausstellung. Immer noch ein bisschen Schmuck anlegen. Was weiß ich nicht. Vielleicht aber auch so, um einfach nur zu zeigen, Ü60 kann aber auch künstlerisch dargestellt werden. Und mit Surrealismus hat es nur für mich zu tun. Ja, das war's. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Beim nächsten Mal gibt es mal mehr Gespräch über die Produkte von Make-up Coach, über die einzelnen, die ich noch habe. Ich, wie gesagt, schreibe alles in die Infobox rein. Ich freue mich, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, macht's nach, bestellt euch das, probiert alles aus, was machbar ist. Und in vielen anderen Videos werde ich euch natürlich noch viel, viel mehr Mut zeigen. Wenn es gefallen hat, bitte Daumen hoch, bitte abonniert meinen Kanal, bitte macht das Glöckchen noch, tippt das Glöckchen noch an, dann werdet ihr jedes Mal informiert, wenn von mir wieder was Neues rausgekommen ist. Ich wünsche euch einen zauberhaften Tag und freue mich auf eins der nächsten Videos. Bis dahin, tschüss! Farbenfroh 60 plus verabschiedet sich.